Hallo und willkommen zu Let's Play Terranigma. Sind hier in Liberide. Und er heißt John. Ich beschäftige mich mit der Elektrizität, aber plötzlich blieb der Prototyp stehen. Kannst du sie für mich verschieben? Logo. Verschieben? Was, das soll helfen? Komische Maschine. Bitte, versuche es mit aller Kraft. Ja, ich muss nur schieben. Hey, soll ich noch immer schieben? Bitte, versuche es mit aller Kraft. Ja. Huch. Déjà-vu. Ich hab's. Ich muss die Reibungshitze in Elektrizität umwandeln. Vielen Dank, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem Forschungsprojekt beginnen. Okay. Kommt es mir nur so vor, oder misshandeln uns die Forscher in diesem Spiel? Ah, danke, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Okay. Was sagst du? In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Okay. Und das hier ist Sam. Hallo, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Na klar. Na klar, was ist dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Okay. Tun wir das. Und hier waren, glaube ich, die drei Mädchen. Und die wollten sich ja umziehen. Sie tragen jetzt blaue Kleidung statt roter. Ist das nicht der Wahnsinn? Sieh nur, die Kleider, die du uns gabst. Sie passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Ja. So viel dazu. Also lag ich wahrscheinlich mit dem Umziehen richtig. Gut, das lässt uns eigentlich nur noch diesen Jungen übrig. Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, hm? Freund der Nacht? Ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Und hin und her. Und hin und her. Er fährt hin und her. Und jetzt macht er komische Sachen. Jetzt fährt er wieder hin und her. Und hin und her. Okay. Wir durchbrechen die Grenzen der Realität. Aber das ist in Ordnung. Wir sind in einem Spiel. So viel dazu. Nee, wir müssen weiter mit ihm reden. Na, wie war's? Geht's dir besser? Ja klar. Und ob. Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es, die Skateboard-Kunststücke behauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff, dann kommst du also von weit her. Hey, wie wär's, du kommst mit mir und erzählst dann den Kleinen darüber. Sei nicht so, nur auf einen Sprung. Na gut. Beim Reden schon. Deine kleinen Kumpel? So ungefähr, komm mit mir. Ja, mir gehen die Stimmen aus, ich hab halt nicht viele. Genau genommen habe ich nur eine Stimme und die verstelle ich. Ja, mach hin. Lauf, lauf, lauf. Schau mal, ich kann auch geil über den Boden rutschen. Wir haben einen Gast, kommt alle mal her. Ich möchte euch jemanden vorstellen, er kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her. Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links Angie, Wolfie, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita?
Harry, Anita sucht raus nach Will. Was, aber sie ist noch so klein, oh mein Gott. Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Warte eine Weile, gut? Okay. Dann werde ich mich mal mit den kleinen süßen Dingern hier beschäftigen. Oh, bist du nicht süß? Oh, oh Knuddel, oh, So viel dazu. Ihr könntet mal aufräumen. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Der älteste Mann hier heißt Will. Will baut ein Flugzeug. Cool, oder? Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Ja, wir haben uns vor 5 Minuten kennengelernt. Er hat ein paar Skateboard-Tricks gezeigt und ich habe gesagt, die sind toll. Und er meinte, ja, dann bring ich dich zu meinen kleinen Kindern und das macht uns praktisch zu Freunden. Man sollte fremden Leuten nicht vertrauen. Vor allem nicht, wenn sie aus irgendeiner Art eisiger Unterwelt kommen. Naja, unser nächstes Ziel ist dann natürlich Seeheim. Und hier reden wir auch erstmal mit allen Leuten. Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Das ist gut. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Okay. Wirst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verändert, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Okay. Vielleicht brauchen wir Serum. Servas, mein Sohn ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich. Man kann hier gut leben. Oha, ein Müller. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Okay. Junge, dein Hals zuckt ein bisschen. Ich sah etwas, als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Muh. Schauen wir mal hier rein. Oh, hier gibt's eine Truhe. Duftidum. Vitalelixier, das benutze ich auch sofort. Und da rüste ich auch erstmal wieder die Kamera aus. Denn von Seeheim haben wir noch kein Foto. Jetzt haben wir aber eins. Du sagst bestimmt auch Mu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier drin keine Zwerge wohnen. Ziemlich sicher. Na, wer bist du? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Wie wär's mit Braten? Warum brätst du sie nicht? Braten? Dafür brauche ich einen Grill. Mal sehen. Okay, dann gehen wir mal raus und wieder rein. Wenn ich sie brate, werden sie ganz schwarz und ungenießbar. Was soll ich tun? Kleinschneiden. Du solltest sie kleinschneiden. Kleinschneiden, das probiere ich. Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Mache eine Soße. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Soße, gute Idee, das werde ich probieren. So. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war es. Mein Würstelgulasch.
ist sehr beliebt. Komisch. Ich habe einen. Ja, okay. Die Endlosschleife des Dialogs. Oder besser gesagt, Monologs. Gibst du mir jetzt was davon ab? Nein. Dann verschwinde. Oder ich verschwinde. Noch besser. Bei den fünf Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Mein verstorbener Mann behauptet, dort ein Tier gesehen zu haben. Okay. Wen haben wir denn hier? Eine Nachricht für mich? Was von Sam? Oh Mann, der Typ scheint mich noch immer zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschine mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Sag das Sam. Okay. Hollerull. 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 Mann, du klingst wie Liam. Oha, ein Mädchen, das alleine wohnt? Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Möglich. Es könnte aber auch einfach sein, dass sie dich zurückgelassen hat, weil sie dich nicht mehr geliebt hat. Die Welt ist grausam, Kind. Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker in den Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Okay. Wie kann er helfen? Gar nicht. Denn offensichtlich hat er kein Serum. Und das scheint ja so das Einzige zu sein, was wir demnächst gebrauchen könnten. Hier könnte man übernachten, daran bin ich aber gerade nicht interessiert. Schauen wir nochmal hier hin. Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen, wo sie wohl abgeblieben ist. Hm, möglicherweise in dem Haus. Hihihihihi, hohohoho, gute Güte. Hihihihihi, hohoho, gute Güte. Alles klar, ich glaube, du wirst nicht mehr sagen. Und du könntest Heinz sein. Ich heiße Heinz. Wahnsinn. Ja, ja. Oh, aber 10% Wachstumsrate. Und als erstes klauen wir ein Blech. Ganz wichtig. Mehr kann man leider nicht klauen. Aber wir können uns hier umsehen. Hier ist aber nichts. Dann schauen wir uns mal das Buch an. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. Test des Prototyp 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Hm. Ob wir wohl zum See gehen sollen? Ich glaube, ansonsten haben wir in Seeheim jetzt auch alles schon mal untersucht. Aber bevor ich zum See gehe, werde ich dann hier erstmal den Botengang für Sam erledigen. Und auch nochmal bei dem anderen Typen, ich glaube schon, hieß er, reingucken. Hallo, wie geht's? Hast du Amanda getroffen? Wie geht es hier? Wir erzählen mal die Wahrheit. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, sie liebt einen anderen. Wie bitte? Oh, Amanda, was habe ich bloß falsch gemacht? Und er wurde nie mehr wieder gesehen. Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einen heben. So viel dazu. Dann schauen wir mal bei deinen Nachbarn rein. Vielen Dank, du hast mir... Okay. Hatten wir schon. Dann gucke ich noch mal kurz in die Kneipe, ob sich da noch irgendwas tut. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, vielleicht später.
Dies ist ein freies Land. Was dabei meinst zu trinken? Was, du Faulenzer? Du solltest arbeiten und so weiter. Okay. Offensichtlich sind wir wieder an einen Punkt geraten, an dem es kein Weiter gibt. Naja, irgendwie wird es schon weitergehen, aber wahrscheinlich der See, wenn das Sinn macht. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Lyoto. Ich kann es kaum erwarten. Okay, am See geht es nicht weiter. Und die Zeit für diese Folge ist sowieso schon rum. Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder und dann werden wir schauen, wo es weitergeht. Wobei ich bin gerade neugierig und ich vermute, dass hier jetzt auf unglaubliche Weise eine Brücke steht. Zumindest fast. Okay, mit dem reden wir dann beim nächsten Mal. Also bis dann.